Der Referee hat hier also die zweite Hälfte angepfiffen. 45 Minuten des zweiten Gruppenspiels erwarten uns noch. Timo Werner. Kimmich. Gnabry. Kimmich. Groß. Emre Can. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Serge Gnabry. Der Linienrichter hebt die Fahne und das auch zu Recht. Da kam der Pass vielleicht ein Tick zu spät. Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Kai Havertz. Hummels. Mats Hummels ist für ihr Spiel extrem wichtig, Buschi. Warum? Ja, zum einen hält er den Laden hinten zusammen, aber fast noch wichtiger ist die sehr, sehr kluge Spieleröffnung. Damit ist er oft an der Entstehung von Torchancen direkt beteiligt. Toni Kroos. Den setzt er zu hoch an, der geht rüber. Ballverlust. Hummels. Nico Schulz. Und jetzt Hummels. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen, aber sie liegen halt vorne und wer will es ihnen verdenken? Nico Schulz. Reus, das ist die Chance. Das war knapp. Kaldirim. Arda Turan. Turan mit dem Dribbling. Yunus Malí. Macht er gut. Da ist die Flanke. Weg ist der Ball. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Vielleicht die Konterchance. Und Reus. Groß. Geht dazwischen und hat den Ball. Emre Can. Groß. Super Tackling. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Schenkt Hosun. Jetzt können sie vielleicht kontern. Nuri Sahin. Super Pass. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. Groß. Nico Schulz. Der Pass zurück zum Keeper. Emre Can. Süle. Schöne Kurzpässe hier. Sie haben es im Moment wirklich nicht eilig. Kein Wunder bei dem Spielstand. Kai Havertz. Emre Can. Kimmich. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Toni Kroos. Schulz. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Gute Aktion. Reus trifft. Klasse gemacht, natürlich. Und das kannst du am Ende als Abwehr auch nicht verhindern. Dieser Treffer ist auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung wert.
Schöne Vorlage im 16er. Hier nochmal gut zu sehen. Ja, er behält die Übersicht und setzt den Mitspieler perfekt ein. Klasse Tor hier von Ihnen. Da hat das Timing einfach gepasst. Und zwar sowohl beim Abschuss als, Wolf, fast noch wichtiger bei der Hereingabe. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Und jetzt Doppelwechsel. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Kaldirin. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Aber Turan jetzt. Den Ball spielt er raus. Keine gute Flanke, einfach zu halten. Kimmich. Nun Kroos. Klostermann. Groß. Emre Can. Jetzt wird's gefährlich. Werner. Emre Can. Süle. Jetzt der Ballverlust. Gute Aktion jetzt. Jetzt vielleicht die Flanke. Kaldirim. Einwurf, der Ball war draußen. Cenk Tosun. Gutes Tackling auf außen. Kimmich. Emre Can. Vorteil, die DFB-Auswahl bleibt am Ball. Gibt Freistoß für die deutsche Mannschaft. Groß. Emre Can. Und jetzt Toni Kroos. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Klasse Aktion, Ball ist weg. Emre Can. Werner. Havertz. Ja, energischer Vorstoß. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Schöne Aktion. Balleroberung, ja. Das sah nach einer Verwarnung aus. Keine gute Aktion. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Jetzt haben sie den Ball. Hummels am Ball. Ja, der Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele immer wieder. Sehr souverän.
Emre Can. Das deutsche Team jetzt mit Platz auf dem Flügel. Da kann er klären, gut aufgepasst. Schwaches Zuspiel, kein Wunder, dass da nichts ankommt. Cenk Tosun. Jetzt müssen sie aufpassen. Sie spielen den Ball zurück zum Keeper. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Toprak. Cenk Tosun. Jetzt ist es gefährlich. Souverän gemacht vom Torwart. Klostermann. Jetzt Hummels am Ball. Hummels. Groß. Emre Can. Kimmich. Nun Groß. Klostermann. Groß. Emre Can. Serge Gnabry. Joshua Kimmich hat den Ball. Da ist die Hereingabe. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Turan am Ball. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Da holt er auch den Torhüter ins Spiel. Emre Can. Den Ball spielt er raus. Das macht er gut. Cenk Tosun. Cengiz Sünder. Emre Mor. Kollegen bieten sich an. Sieht gefährlich aus. Dazwischen gegangen erstmal von Hummels. Sané. Groß. Emre Can. Kimmich. Und das ist der Ballverlust. Er schirmt den Ball ab. Topal. Kaldirim. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Jonas Mali. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Schön geklärt da von Mats Hummels. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Klostermann. Toni Kroos. Emre Can. Kann er was draus machen? Joshua Kimmich hat den Ball. Serge Gnabry. Kai Havertz. Emre Can. Da geht er weit am Tor vorbei. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Sie verlieren den Ball. Pass auf außen. Kimmich. Müller. Flanke kommt weit.
Sané macht den Treffer. Das macht einfach immer wieder Spaß, ihm zuzuschauen. Gerade auch bei solchen Spielsituationen. So und nicht anders musst du einen Kopfball ansetzen. Ja, der war absolute Klasse. Mit ganz viel Power, dazu noch präzise. Den kannst du nicht halten. Hier nochmal dieser Treffer. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Das ist eine beruhigende Führung für Sie. Sie haben die Favoritenrolle heute angenommen und sich entsprechend präsentiert. Überlegene Vorstellung. Ja, und das musst du so auch erstmal auf den Rasen bringen. Eine sehr gute Leistung. Hummels. Kimmich. Süle. Pass auf die Außenbahn. Sané. Nein, das ist nicht energisch genug. Ja, die können sich den Ball fast schon mühelos zuspielen. Das gefällt den Fans hier überhaupt nicht. Heute klappt das Passspiel bei Ihnen richtig gut. Ja, das ist Ballsicherheit. Einfach Ballsicherheit. Klostermann. Sané. Gnabry. Da können Sie klären. Wieder im Tor aus, wieder Eckball. Er kann nicht weiterspielen und wird nun ausgewechselt. Das ist ganz bitter für ihn. Ecke kommt kurz. Hereingabe in die Mitte. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Klostermann. Viel zu hören ist hier nicht mehr von den Rängen. Entspricht aber auch ein Stück weit der Leistung der Mannschaft, ne? Ja, die sind einfach schlecht. Da muss man nicht drum rumreden. Kimmich. Süle. Ja, der Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele. Immer wieder sehr souverän. Abgeklärt gemacht hier mit der Hacke. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Ah, schon wieder so ein Ballverlust. Süle. Emre Can. Sané mit dem Ballverlust. Enes Ünal. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Cengiz Ünder. Toprak. Kaldirim. Turan am Ball. Und Şahin. Klasse Pass. Das sieht vielversprechend aus. Emre Mor. Defensiv machen sie es gut. Gnabry könnte den Konter geben. Emre Can. Süle. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Sané. Klostermann. Kai Havertz. Gnabry. Die lassen sich Zeit im Aufbau. Serge Gnabry. Da ist die Flanke. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Wechsel jetzt auf Seiten der Türkei. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel vor allem auch taktisch aussehen wird.
Cengiz Ünder. Topal. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Emre Can. Süle. Hummels. Ja, ich glaube, sie wollen jetzt auch gar nicht mehr angreifen. Sie sind zufrieden mit dem Ballbesitz und zufrieden mit dem Resultat. Süle. Länger nichts passiert und viel wird auch nicht mehr passieren. Dafür war der Spielverlauf zu eindeutig. Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Emre Can. Cengiz Ünder. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Die deutsche Mannschaft mit dem Einwurf. Ballverlust. Das könnte vielleicht was werden. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Sané. Jetzt Groß. Jetzt haben sie den Ball wieder. Das könnte was werden. Gnabry. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Gutes Tackling auf außen. Kimmich. Hereingabe. Klasse Einsatz. Toprak. Topal. Cengiz Ünder. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Da ist die Flanke. Flanke landet beim Gegner. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Hummels passt auf. Ball ist raus. Emre Can. Kimmich. Süle. Sané. Kai Havertz. Gnabry. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Kimmich. Süle. Müller im Abseits. Sané. Groß. Klostermann. Hummels. Kimmich. Ballverlust Sané. Und nun Hummels.
Süle. Fängt diesen Ball ab. Çalhanoğlu. Jetzt ist es gefährlich. Sie sind weiter und theoretisch ist alles drin, nach wie vor. Aber es droht das aus. Also das haben sie heute erstmal abgewendet, ja. Aber die richtige Zuversicht kann ich in den Gesichtern der Spieler noch nicht erkennen. Buschi, wie ist deine Einschätzung zur heutigen Leistung von Leroy Sané? Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen klasse Auftritt.